Schön, dass ihr hier seid. Ich weiß ja gar nicht, wie viele da sind, aber es freut mich, dass ich hier unsere Tour de Verkehrswende vorstellen darf. Wir haben das Motto entwickelt, wir bringen Paris nach Berlin. Und das soll dann bitte so aussehen. So, jetzt will er natürlich nicht weiter. Das ist total blöd. Okay, ich muss umschalten. So, angefangen hat das Ganze in Oktober 2019 in Immenhausen bei Kassel. Da haben Ups, da ist ein Fehler drin. Auf die bundesweite Staffelfahrt wurde da entwickelt. Also bundesweit Staffelfahrt haben wir da, als wir uns mit dem ganzen Radentscheide getroffen haben und Ideen gesammelt haben, was können wir doch irgendwie zusammen machen an Aktionen. Da kam es zum ersten Mal vor, dass wir gesagt haben, das ist doch etwas, lass uns doch unsere Räder benutzen, um die Verkehrswende tatsächlich den Menschen näher zu bringen. Dann gab es hier im Sommer 2020 die Students for Future sind von Berlin nach, Quatsch, von Köln nach Berlin gefahren, nach dem Motto ohne Kerosin nach Berlin. Wir haben sie in Wannsee dann abgeholt und sind mit denen dann hier über die Autobahn, die AVUs in die Innenstadt reingefahren, an einen wunderschönen Sommertag. Es war noch Corona-Zeit, aber das ist einer von den wenigen Tagen, die in 2020 uns alle sehr glücklich gemacht haben. Gut, die Idee war geboren, wir wollen eine Radtour durch Deutschland machen, aber wie soll sie aussehen? Wer soll teilnehmen? Welche Zielgruppe haben wir eigentlich? Wie soll es aussehen, wenn wir durch die Gegend fahren? Und was nehmen wir überhaupt mit auf die Reise? Wollen wir ganz, ganz viele Leute sein, die ganz eng zusammenfahren? Und was machen wir mit Corona? Es gab sehr, sehr viele Fragen. Es stand sehr viele Diskussionen haben wir geführt. Und wir haben letztendlich uns für vier Punkte entschieden, die uns wichtig erschienen. Wir wollen eine Radtour für die Verkehrswende machen. Das ist unsere wichtigste Botschaft. Wir wollen die Bundestagswahl als Anlass nehmen, weil wir sehen hier, das ist, wenn nicht die letzte, ist dann doch eine ganz dringende Chance, eben, dass wir die Bundestagswahl zur Klimawahl machen, zur Verkehrswendewahl. Und da können wir mit einer Tour durch Deutschland doch sehr viele Menschen damit erreichen. Wir wollen natürlich die Radentscheide einbinden, auch schon in der Vorbereitung. Und die Grundidee war, mit einer Art Etappentour können wir auch so eine Art Botschaft transportieren. Wir können also quasi was dabei haben von einer Stadt zur nächsten, eine Botschaft mitbringen. Die Botschaft, für die wir uns entschieden haben, heißt dann Paris. Das hat natürlich zwei Gründe. Erstens das Klimaabkommen von 2015, der 1,5 Grad, von allen bekannt. Damit verbindet man Paris im großen Stil. Das ist also eine unserer ganz wichtigen Forderungen, die wir dadurch kommunizieren können. Die zweite ist, dass wir in Paris eine beschleunigte Verkehrswende erlebt haben in den letzten Jahren. Frau Anne Hidalgo, die 2014 als Bürgermeisterin gewählt wurde, hat eine wirkliche Transformation in der Stadt bedeutet und wir haben gedacht, wenn wir diese Idee, diese beiden wesentlichen Sachen, die auch in Deutschland in der Bundestagswahl, auch Berliner Senatswahl gibt es am selben Tag und in den sonstigen Ländern, wo auch Wahlen stattfinden, wenn wir diese Botschaften den Menschen näher bringen können und die Notwendigkeit, dass wir hier was agieren, dann wären wir schon sehr weit gekommen. Also, wir wollen Berlin von Paris erzählen. Wir wollen zeigen, dass die Verkehrswende politisch möglich und praktisch umsetzbar ist. Die Verkehrswende ist nicht irgendwas Fremdes, wo man sagen kann, CO2-Emissionen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie kriegen wir das überhaupt hin? Sondern das ist etwas, was machbar ist, was politisch vor allem durch einen guten Willen auch möglich ist. Und wir wollen als dritter Punkt auch klar machen, durch die Radentscheide, die wir in Deutschland haben, sind wir fast 1 Million Menschen, die die Radentscheide unterstützt haben, unterschrieben haben. Und wir sind insofern eine Gruppe,
die man bei Wahlen nicht mehr ignorieren kann. Also die klare Ansage, man kann mit dem Fahrrad Wahlen gewinnen. So, dann haben wir, müssen wir natürlich gucken, was ist es, was Paris kann, was noch nicht bei uns stattgefunden hat. 2014 bis 2021, das ist jetzt der Zeitraum, in dem Frau Hidalgo dort vor Ort regiert. Was als linksgrüne Vision dort angefangen hat, ist zu einer Art Konsens geworden. Auch die konservativen Parteien in Frankreich, in Paris unterstützen heute die Verkehrswende, die Frau Hidalgo angestoßen hat. Das ist eine ganz wichtige Sache, die wir nicht vergessen dürfen, dass wir eben auf diese Art und Weise langfristig durchaus nämlich auch die Möglichkeit haben. Wir haben sehen es in Paris, Menschen, die jetzt nicht dafür sind oder die Angst haben, Parkplätze, was auch immer, tatsächlich die auch für unsere Verkehrswende gewinnen können. Guckt man näher an den tatsächlichen Radverkehr in Paris an, von 2010 bis 20, ist es immens gestiegen, aber natürlich lange nicht so viel, wie Frau Hidalgo vorhatte oder wie die Ziele waren, nämlich 15%. Also wir müssen sehen, sogar dort, wo man das Gefühl hat, es flutscht nur so, geht es auch nur langsam voran. Was wir in Paris gesehen haben, was wir ja auch alle hier durch die Radentscheide in Deutschland gesehen haben, die Transformation wird durch die Zivilgesellschaft vorangetrieben. Das ist nicht so, dass an Hidalgo, so kommt es auch vor, als so eine Einzelperson jetzt gesagt haben, jetzt machen wir das. Diese Bewegung, diese Ideen, diese Visionen, die waren schon lange in der Zivilgesellschaft gelegt und mit Aktionen und so weiter haben sie auf sich aufmerksam gemacht. Einer der ganz wichtigen Sachen, die aus der Zivilgesellschaft kam, war der, ich kann kein Französisch, also Vélopolitain, würde ich sagen. Die Idee also, dass man quasi die U-Bahn, das U-Bahn-Netz mit einem Radnetz verdoppelt. Also, dass man nicht nur schön mit Metro in Berlin, Paris fahren kann, sondern dass man genau auf diese Strecke auch ein Fahrradnetz aufbauen kann. Und Frau Hidalgo hat das sofort zu ihrem Programm gemacht, hat es in den Wahlkampf 2020 mit reingenommen. Das hat dazu geführt, oder mit dem Ziel eben, was Sie gesagt haben, wir wollen 600.000 Quadratmeter PKW-Stellplätze abbauen. Das entspricht ungefähr 850 Fußballfelder. Es ist schwer, sich vorzustellen, wie viel es ist, aber es ist eine ganze Menge. Und das hat sie als Ziel mit herausgegeben. Und dann natürlich das, was wir alle kennen, eben die Stadt der Viertelstunde, also eine Stadt mit der kurzen Wege, wo die allermeisten Sachen im Alltag innerhalb von einer Viertelstunde zu Fuß sogar zu erreichen sein soll. Dieser Umbau ist natürlich nicht von heute auf morgen gemacht, aber das ist erstmal als Ziel festgelegt. Das allererste, was wir gehört und gesehen haben in Paris, war natürlich die Seineufer, die zuerst quasi freigegeben wurde für die Menschen. Weg mit dem Autoverkehr, Freigabe für Rad- und Fußverkehr. Aber es gibt eben viele andere Sachen auch. Gucken wir hier die beiden Vergleiche 2003 bis 2019 an. Links haben wir eine Erweiterung des Radwegenetzes von 188% in diesen, sagen wir mal, 16 Jahren, 15, 16 Jahren. Das ist also immens. Es war zwar nicht viel vorher in Paris, das muss man zugeben, aber so eine Steigerung hinzukriegen, ist ja genau die Geschwindigkeit, die wir brauchen, um wirklich die Verkehrswende hinzukriegen. Weiter wird im öffentlichen Verkehr investiert. Da haben wir einen Plus von 44% innerhalb von diesen 16 Jahren. Die Anzahl der Privat-Pkw geht dementsprechend zurück. 38% Reduktion. Und auch die Pkw-Abstellplätze im Straßenraum sind um fast 20% zurückgegangen innerhalb dieser 16 Jahre. Wir sehen also, wir haben, wie überschrieben ist, hier tatsächlich ein mutiger Vorreiter. Was vielleicht nicht so bekannt ist in Deutschland, was die auch in Paris gemacht haben, sind die Cours Oasis, oder wie das heißt, wie gesagt, ich kann kein Französisch.
Die Grundidee ist, wir haben überall in der Stadt Räume, die eigentlich zu den Menschen zur Verfügung gestellt werden sollen, nämlich die Schulhöfe. Da ist hier ein Bild von verschiedenen Schulhöfen, die dann eben geöffnet wurden in einem Stadtteil. Und das kann zum Beispiel so aussehen, also diese Schulhöfe, die ja nur tagsüber quasi und auch nur bis früh in den Nachmittag den Schülern zur Verfügung steht, kann man nachträglich für alle Menschen eröffnen. Das folgt ein Programm auch zur Klimasicherung der Orte, also dass man eben begrünen kann, dass man das Regenwasser besser nutzen kann, was ja in den Großstädten ein Riesenproblem ist, dass man Aufenthalt ermöglichen kann, sogar arbeiten wollen die auch neben den Spielgeräten. Und diese ganze Idee, also wir haben Räumlichkeiten, die wir nutzen können, die wir besser ausnutzen müssen als bisher. Eine weitere Möglichkeit, das ist hier aus Athen, was die Franzosen auch gerne machen wollen, oder die Pariser, eben auch, warum nicht Abendsveranstaltungen machen in den Schulhöfen. Wenn man hier hat man geschützten Platz, da ist kein Verkehr, da kann man Sachen organisieren und machen. Grundidee immer dahinter, wir müssen die Orte nutzen, die wir haben, in den Städten, wo der Platz so wertvoll ist. Zu Corona-Zeiten wurden natürlich auch Pop-up-Radwege in Paris gemacht, die Corona-Pists, 50 Kilometer zusätzliche Fahrradwege wurden angelegt. Dazu im Vergleich in Berlin, wo das ja wirklich geknallt hat, haben wir 25 Kilometer geschafft. Das ist also auch hier ein enormes Tempo, das da an den Tag gelegt wird. Eine weitere Maßnahme, was die in Paris haben, das sind die Rue aux Écoles, glaube ich. Also Schulwege, die quasi gesperrt werden für die Menschen. Zu Fuß gehen und Radverkehr in erster Linie. Natürlich, um die Jugendlichen und die Schüler und Schülerinnen zu schützen und ihnen einen eigenen Raum zu geben. Das sind heute 122 Straßen. Es soll bis 2026 300 verkehrsberuhigte Straßen in ganz Paris werden. Diese werden zum Teil von Künstlerinnen dann auch gemalt oder organisiert gestaltet, so dass man also nicht nur so ein Grundmuster hat, da ist auch Spielraum für Gestaltung. Was noch dazu kam, ist nicht Paris-spezifisch, aber gilt jetzt in Frankreich seit neuem. Wenn das durchkommt, das ist als einstimmiger Regierungsentwurf, liegt es vor. Man will die Abwrackprämie ausweiten. Es soll nicht nur so sein, dass man für ein neues Auto Geld bekommt, sondern man kriegt auch, wenn man sein Auto abwrackt und dafür sich ein E-Bike kauft, kann man jetzt mit 2.500 € Förderung rechnen. Also zum ersten Mal sehen wir, neben Finnland, der es schon länger macht, Kanada tut es auch, aber wir sehen, hier werden nachhaltige Mobilität gezielt gefördert, wird belohnt. Also nicht nur, wer sich ein bisschen besser verhält, sondern wer tatsächlich komplett umsteigt, wird belohnt. Daraus haben wir jetzt ganz schnell, ich habe nicht mehr viel Zeit, unsere Forderungen entwickelt. Die sehen ein bisschen trocken aus im Vergleich zu den schönen Bildern aus Paris, Vorrang des Umweltverbundes, eine alte Forderung, die wir auch mit dem Bundesrat natürlich lange haben, grundlegende Flächenumverteilung und Ausbau des ÖPNV und Fuß- und Radverkehrsnetzes. Ein Verbrennerfahrverbot ab 2030 und klare Maßnahmen zur deutlichen Reduktion des motorisierten Individualverkehrs. Ebenso gehört dazu ein konsequenter Abbau der finanziellen und gesetzlichen Privilegien für den motorisierten Individualverkehr und zwar schnell, weil wir brauchen Geld für die Verkehrswende, um den CO2-Emissionen wirklich zu reduzieren. Und das geführt auch dazu, dass wir ein Moratorium für den Bundesverkehrswegeplan einfordern. Hier fließt nach wie vor unfassbar viel Geld in in Autostraßenprojekte. Und wir müssen dieses Geld irgendwo anders hinkriegen. So, jetzt zurück zu unserer Fahrradtour. Was ist daraus jetzt letztendlich geworden? Wir haben natürlich als allererstes quasi ein riesen Corona-Hygienekonzept entwickelt, wie es möglich ist für uns,
ab mit 50, vielleicht auch mehr Menschen zusammenzufahren, quer durch Deutschland. Und die Route sieht im Moment so aus. Wir starten virtuell in Paris, wo wir quasi die Pariser Verkehrswende uns erklären lassen. Und dann fahren wir in Deutschland los. Bedingt durch die Pandemie können wir nicht die ganze Strecke fahren. Fahren wir von Essen über Münster, Bielefeld, Magdeburg, Werder und nach Berlin. Zeitpunkt ist 12. bis 26. Juni. Wir haben gestern nach einer langen Expertenberatung festgestellt, das lässt sich machen, auch in Pandemiezeiten. Und wir freuen uns alle sehr, dass wir dann in den Orten, wo zum Teil Radentscheide sind, zum Teil anderen Mobilitätsinitiativen, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten, da werden wir Veranstaltungen machen und eben mit Menschen reden und ihnen die Verkehrswende näher bringen. Dankeschön. Super cool. Vielen Dank für die Präsentation. Da sind wir auch tatsächlich in der Zeit geblieben. Es gab im Chat noch die Anmerkung, dass Abwrackprämie für E-Bikes etwas missverständlich ist, also dass man die E-Bikes abwracken würde. Vielleicht muss man. Das ist natürlich nicht so gedacht. Ne? Wenn man ein Auto Nein. abwrackt, dann kriegt man ein E-Bike oder man kriegt zum Kauf des E-Bikes einen Zuschuss. So Genau. ist es gedacht. Ne? Genau. Floki will mitfahren, sagt er. Klar. Genau. Wer es Lust hat, mitzufahren, Tour de Verkehrswende, changing-cities.org, einfach melden oder bei mir melden, Raunhild, dann. Wir sind sehr gespannt, wie viele Lust haben, mitzukommen. Und wir hoffen, wir kriegen das bewältigt, weil ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Menschen nach so einem langen Lockdown-Winter auch wirklich Lust haben, rauszufahren und die Verkehrswende an den Menschen näher zu bringen. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen aus der aktuellen Situation. Erstmal trotzdem bis dahin vielen Dank.